Recht herzlich willkommen zur 262. Folge von City Skylines. Ja, wir sind unterwegs, um unser Ding zu optimieren. Letztes Mal haben wir Steuer gemacht und so weiter und so fort. Und wir haben ja das gehabt mit dem Verkehr, dass das ein Problem immer noch ist. Wir wollen jetzt mal schauen. Wir haben ja die Buslinie immer schön gemacht. Aber ich glaube, was unser größtes Problem ist, dass unsere Buslinien schön hin und her fahren. Aber ich glaube, wenn so eine Buslinie, also von, sag schon, einem Wohngebiet in ein Industriegebiet fährt und dann wieder zurück und vielleicht noch den Einkaufsbereich mitnimmt, dann ist die vielleicht effektiver. Das wäre doch mal so eine Idee, dass man sagt, wir ziehen da mal diesen Bereich hier mal eine Linie auf und gucken, ob die effektiv dann Geld einbringt, ne? Können wir überhaupt an den Linien sehen, wie eine einzelne Linie an Geld verdient? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die ist jetzt 9 Kilometer lang. 126,5 Touristen. Erspart Autobahn 46. Das hört sich ja schon mal gut an. Aber wir sehen die einzelne Buslinie leider nicht, was die an Geld macht, oder? Okay. Kinder fahren da wenig mit, Jugendliche fahren am meisten mit. Budgetfenster aufrufen, ja, aber das ist jetzt das Budgetfenster von allen. Das bringt mir ja nicht so ganz so viel, oder? Ah, hier kann man noch ein bisschen was aufschlüsseln, oder was? Achso, ja, okay, das kann ich hier aber dann noch genauer sehen, oder? Ja, das bringt mich nicht jetzt wirklich weiter, ne? Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Buslinie nochmal anpacken und die zum Beispiel dann wirklich von einem Wohngebiet ins andere nicht leiten, sondern eher gucken, dass die definitiv auch von Wohngebiet zu Industrie fahren, beziehungsweise Gewerbegebiet, weil die wollen ja auch wahrscheinlich dann mal irgendwo arbeiten, ne? Das sind dann die wichtigen Geschichten. Wir haben hier ganz viele Sachen und da wird wahrscheinlich auch ganz viel Ding ins Verkehr gemacht hier, aber das fährt nur intern hier. Das ist das größte Problem. Dann wissen wir gar nicht, wo die arbeiten. Und wenn wir wissen, wo die arbeiten, dann könnten wir vielleicht auch rausfinden, ne? Gibt es hier irgendwo einen Fußgänger? Den wir gerade mal aufnehmen. Da, komm, lauf nicht so schnell. So, Mr. Sonstwer, mach mal Pause. Das ist natürlich ein Oberschüler. Das ist natürlich gerade passend. Das bedeutet, wir können dem jetzt auch gerade nicht feststellen, wo der arbeitet. Manager bei der Kramladen. Mond. Hier. Also Ankerresistenz. Residenz, nicht Resistenz. Und arbeitet da. So. Da läuft er wahrscheinlich zu Fuß hin, ne? Geht nach Hause. Jetzt ist die Frage, haben wir denn hier eine Buslinie? Haben wir, aber wo fährt die hin? Die fährt hier hinten irgendwo rum. Da ist kein Wohngebiet, ne? So, lass mal gerade gucken. Warum hat er jetzt hier das ausgewählt? Weil ich da drauf bin, das will ich gar nicht. Ich möchte jetzt hier eine Bushaltelinie haben. Machen wir dazu. Machen wir das nochmal an. Und klick die mal an. So. Also die fährt jetzt hier lang, da lang. Und jetzt, wenn wir das hier so angucken, Industriegebiet, ein paar Wohnhäuser kommt da vorbei, aber minimal. Aber das meiste ist wirklich von Industrie zu Industrie. Das bringt also gar nichts. Das bedeutet also, wir müssen mal gucken, dass wir hier anders fahren. Ich glaube, wir machen da mal eine neue Buslinie von. Vielleicht sollten wir hier die Buslinien mal löschen, die in diesem Bereich sind. Und die nochmal neu anpacken. Erstmal.
die jetzt anpacken? Nee, kann ich nicht, weil ich hier in diesem Menü bin. Ich möchte das haben. So, und jetzt kann ich auch sehen, die geht jetzt irgendwo lang. Das ist Linie, Buslinie 41. Da war sie irgendwo, da ist sie. Machen wir alle aus, bis auf die. Die machen wir an. Blenden die mal aus und wir sehen, dass diese Buslinie jetzt hier das Wohngebiet fährt. Fährt zum Flughafen. Und ich glaube, hier ist auch Wohngebiet. Denn da oben ist, glaube ich, die Industrie erst. Na, wenn wir das jetzt mal umblättern. Ah, er fährt durch den Kommerz, fahren sie wenigstens schon mal durch. Das ist, glaube ich, schon mal was. Ja, aber kein Industriegebiet, ne? Die fanden, das ist nur eine Einkaufslinie sozusagen. Das ist unser größtes Problem. So, und da wir da ein ganz großes Problem haben, gehen wir das jetzt erstmal an, indem wir, glaube, alle Linien löschen. Kann man auch alle auf einmal löschen? Wohl wahrscheinlich nicht, ne? So. Alle Linien weg. Läuft, oder? Alle Linien weg. Das sind natürlich reichlich. Aber wir werden ans Ziel kommen. Jetzt wird auch schon der Sprung größer am rechten Slider. Die sind gerade alle unzufrieden, das ist auch klar. Aber die werden gleich umso zufriedener, wenn sie sehen, dass ihre Linien endlich dahin fahren, wo sie hinwollen. So. Ja, jetzt geht's los. Alle Linien sind weg. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Bushaltestellen noch sind. Da ist jetzt noch ein Bus. Aber der hat keine Linie mehr. Gut. Gibt es denn noch Bus? Nein, es gibt keine Häuschen mehr, denke ich mal. Ne? Also, das ist alles gut. So, wir haben jetzt den Busverkehr. Wir machen eine Linie. Und wir haben hier oben definitiv ein Industriegebiet. Und aus diesem Industriegebiet fahren wir jetzt los und gucken zu, dass wir hier ins Wohngebiet erstmal kommen, ne? Und die kann auch ruhig länger sein, denke ich mal. Oder wir machen es so. Kommt von da, da. Kann da lang fahren. Da lang. Da lang. Dort lang. Nee, lass mal ganz durchfahren hier, oder? Oder nee, wir machen das nur so. Warte mal, den letzten Halt nehmen wir weg. Den auch. Fahren jetzt hier weiter runter. Ja, fahren hier weiter runter. Nehmen den Flughafen gleich mit. Hier unten ist ja auch eine Straße vor. Fahren dann hier lang.
kommen wir da auch wieder raus? Weiß ich nicht. Dann machen wir mal hier einen Halt. Hier einen Halt. Wo fährt denn der lang, wenn ich das mache? Okay, das heißt, hier oben geht's eher lang, oder was? Könnte die Straße natürlich damit verbinden, ne? Das wäre dann der große Vorteil dieser Linie. Also wir sind jetzt hier reingefahren. Können hier aber nicht wieder drehend raus. Doch, da ist eine Ausfahrt. Okay, dann nehmen wir das mit. Fahren hier lang. Halten da oben noch an. Kommen da aber nicht raus. Kommen hier aber raus, oder? Ja. Fahren hier lang, halten da an und halten dann da an und die Linie ist geschlossen. So, das ist dann das für den Bereich. So, jetzt nehmen wir das nächste Industriegebiet ist hier oben. Da gibt es ganz viele Sachen. Gut, das heißt, wir machen hier eine Linie durch dieses Gebiet hier. Können das hier auch mitnehmen. Ah, warte mal, das ist hier irgendwie anders. Dahin gibt es keine Ausfahrt, das ist darum. Okay, das heißt, wir fahren da nicht lang, sondern fahren hier mal lang. Fahren dann hier lang. Da lang. Dort lang. Warte mal, wir wollen da runter, aber hier ist noch viel, viel Industrie. Da kommen wir aber nicht raus. Da lang. Können wir hier irgendwo... Ich glaube, das ist hier keine Straße für alle, sondern nur eine Straße für die... Sag schon. Na. Für die hier gab es noch eine Bushaltestelle, die kreuzen wir dann. Weil da können die dann umsteigen und fahren jetzt hier weiter. In dieses Gebiet rein, wo diese ganzen Anwohner sind. Und dann können die da nochmal quer fahren. Hier nochmal lang. Da, dort. Also, warte, Flughafen nehmen wir dann noch mit. Da und dort. Können die da ruhig parallel fahren. Da lang. Und fahren hier lang. Und dann hier oben lang. Am Bahnhof ruhig vorbei. Und hier nochmal und schließen dann. So. Das wäre dann schon mal besser. Dann gucken wir nochmal rein, wo es hier ist. Hier haben wir auch Bürohäuser. Das heißt, dieses hier nochmal anschließen. Finde ich schon ganz gut, wenn die hier irgendwo noch wechseln könnten, ne? Machen wir hier irgendwo hin. Lass uns hier anfangen. Hier. Das ist eine Sackgasse, ne? Das ist doof.
Hier geht's auf jeden Fall durch. Da geht's lang. Da geht's lang. Da lang. Da lang. Da lang. Hier lang. Kommen die da auch rüber? Ja. Dann können wir aber hier noch eine Haltestelle machen. Da lang. Hier lang. Da lang. Hier lang. Und fährt dann hier irgendwo lang. Wo sind der letzte Halt? Ist da. Diese Straße geht da durch. Okay. Ja, dann da lang. Dauert lang. Machen wir den letzten weg und gucken, wie kommt ihr hier hin. Trotzdem da lang, okay. Ja, irgendwie ist es hier. Da geht's lang. Da geht's auch lang. Da lang. Da lang. Da lang. Hier geht's leider nicht zurück, oder? Doch, da geht's zurück. Dann würde ich jetzt gerne wieder schließen fahren. Ich bin hier, ne? Ne, das ist dann da schlecht. Vielleicht ist es hier besser. Muss da hinten lang dann. Ja, ist so. Kommen wir nicht drum rum. Dann da lang. Dort lang. Und hier wieder lang, ne? Letzter Halt ist da. Da, da, dort, hier, hier. Da fahren sie dann schon doppelt. Hier gibt's leider nichts, dass man darüber kommt. Nein, nein. Dann hier lang. Und da geschlossen und fertig. So, dann haben wir das hier unten schon mal gemacht. Dann müssen wir hier gucken, wie es da weitergeht. Da ist Industrie und da ist Industrie und hier sind die Wohngebiete. Ja, dann müssen wir schauen, wer da die Häuschen gestalten. Bedeutet hier lang, da lang. Da lang. Dort lang. Und jetzt sind wir wieder raus, oder? Geht hier, okay.
Diese Straße kann man doch nicht lang fahren. Ach so, das ist eine Einbahnstraße, okay. Also hier geht's weiter. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier rüberkommen. Und hier anhalten. Da müssen wir hier eigentlich drehen irgendwie, aber das wird da wohl ein bisschen knapp mit dem Drehen. Also doch hier wieder zurück. Industrie war da oben und hier links irgendwo. Da oben, okay. Da. Wo ist jetzt die Linie zu Ende, die ich gerade aufnehmen wollte? Da. So, es bedeutet, kommen wieder nach da, fahren hier noch durch das Wohngebiet. Kommen dann nicht hier rüber, oder? Doch, kommen wir. Da. Ort. Okay, da geht die Reise dann wieder zurück. Wird dann gedreht. Hier lang. Dort lang. Dort lang. Und schließen. Dann haben wir das auch, oder? So, jetzt juckt es mich natürlich in den Fingern. Und ich würde, nein, fortsetzen, das war falsch, würde gerne die Pause rausnehmen, um dann einfach mal zu gucken, wie sich etwas entwickelt. Da war es, ne? Kann man natürlich nichts sehen, ne? Müssen wir erst hier einen ganzen Monat rum haben, wahrscheinlich. Obwohl die Zahl gerade runtergeht, wenn. Wäre wohl effektiver gerade. Wenn die Einnahmen natürlich auch krass runtergehen. Ja. Gute Frage, nächste Frage, ne? Da sind wir jetzt schon mit beschäftigt. Aber das ist dann so. Wir können jetzt natürlich schauen, dass wir da noch weiter durchkommen dann. Jetzt müssen wir diese Seite noch an das Industriegebiet anschließen. Hier ist ja auch Wohnung und so, dass man hier einmal den Bus durchfahren lässt. Würde ich jetzt auch hier tatsächlich starten. Dann da einmal hin. Da ist eine Haltestelle. Da eine hinmachen. Dort eine. Ah, falsch. Die Seite. Da. Da, hier, hier, kommen wir da rein, da, da, dort, dann hierher, hierher, wo fahren die lang? Da, dort, dort. Na, die ist natürlich riesenlang. Hier, da müssen wir auch noch durch. Hier. Da drehen die dann um und fahren hier auch noch mal rein. Dann geht die Reise hier lang. Nicht da lang, da weg. Da lang. Hier,
Da nochmal angehalten und dann schließen wir das Ganze da. So, dann haben wir da auch wieder einen Bereich fertig. Und ja, ich glaube, dann werden wir in der nächsten Folge das auch hier weiterziehen. Das ist ja jetzt hier der untere Bereich. Ich glaube, jetzt haben wir das, was am Fluss ist. Nein, noch nicht ganz. Hier oben, dieser Bereich muss auch noch werden. Den haben wir dann auch noch zu pflegen, zu versorgen. Und dann müssen wir gucken, dass diese Zahl hier, die ja jetzt hier vom Geldeinnahmen natürlich ganz unten ist, weil die Busse gerade alle leer waren. Aber da sieht man eine Tendenz, dass da auch wieder was reinkommt, ne? Ja, müssen wir gucken. Schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr die Glocke noch nicht bedient habt, dann bedient sie. Dann kriegt ihr eine Info, wann mein nächstes Video hochgeladen wird. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.